Ja, liebe gute Freunde, was läuft da beim Bauerhausi? Ihr seht den Kartoffelkarst. Bin da am Muster nehmen für die Terralog, dort wo ich die Kartoffeln liefere. Montagmorgen wollen die ein Muster, 2x2,5 Meter von jeder Sorte. Mit Reihenabstand, wie viele Pflanzen auf die 5 Meter. Und das Muster sollte gewaschen sein, speziell für Agria, da man da noch die Stärke messen wird. Ja, bin ich da am Kartoffelroden von Hand. So, zweite Muster, 2,5 Meter. Hier 10 Stück sind auf 2,5 Meter und jetzt werde ich die nach rausholen, die Kartoffeln. No, die Kartoffeln sind schön, nicht so groß, nicht so viele. Aber Victoria ist eine rauschalige Sorte und wenn ich das sehe hier, sieht die Schale ganz schön aus. Vom vielen Regen ist die wohl nicht so rau geworden. Und was auch interessant ist, es hat ja gestern geregnet, noch gestern am Abend hat es geregnet. Hier unten ist es schon wieder ziemlich trocken. Der ist gar nicht bis runter gekommen. Und die Kartoffeln sind auch nur oberflächlich gewachsen. Hier im oberen Teil sind die Wurzeln, die gehen gar nicht tief. Hier kommt schon eine Kartoffel. Aber die bleibt jetzt. So, das war Sorte Victoria. Gehe ich da nach unten ins Feld. Anschließend hier. Ist, was dunkler grün ist, ist Agria. So, und noch das Licht brennen lassen. Ne? Sofort abstellen. Ja, recht anstrengend, da so Kartoffel mit dem Karst. Karst, ich weiß nicht auf Hochdeutsch, hat sicher einen anderen Namen. Ja, jetzt schauen wir mal da in meine Kiste. Sieht eher schlecht aus, ich habe schon viele Probegrabungen gemacht und eine gute Probegrabung ist die Kiste fast voll. Jetzt ist sie nicht einmal halb voll. Das schon, das sagt schon viel aus. Die Kartoffeln sind schön, aber klein. Sind nicht gespalten, nicht schorfig. Auch die Agria gefallen mir sehr gut. Und ich kann mich vielleicht noch glücklich schätzen, alle, die anfangs April gepflanzt haben, die Agria sind alle gespalten, dass man sie nicht mehr viele Felder nicht mehr verwerten kann. Meine wurden erst anfangs Mai gepflanzt und die haben die Wachstumsrisse nicht. Und das ist allgemein so, die später gepflanzten sind schöner als die früh gepflanzten dieses Jahr. Was ja eigentlich nicht logisch ist, früh pflanzen ist immer gut. Gibt mehr Ertrag, ganz sicher, aber dieses Jahr hat es daneben gehauen.